Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute habe ich für euch mal was ganz Besonderes vorbereitet. Und zwar geht es diesmal um eine Bolognese-Soße. Diese Bolognese-Soße hat mein Vater vor etwa 50 Jahren kreiert. Und Spaghetti mit dieser leckeren Bolognese-Soße gab es bei uns mindestens einmal die Woche. Mittlerweile koche ich diese Soße in zweiter Generation nach. Und Kritiker behaupten, sie käme dem Original doch recht nahe. Ich möchte euch das Rezept nicht vorenthalten und fange jetzt einfach mal an. Zunächst benötigen wir folgende Zutaten: 500 Gramm Hackfleisch, halb und halb. Wer mag, so wie ich zum Beispiel, kann auch gerne reines Rinderhack nehmen. Dann benötigen wir Chiliflocken, Paprika edelsüß, Paprika scharf, jeweils als Pulver, Kräuter der Provence, Knoblauchflocken, eine Tube Tomatenmark, drei Lorbeerblätter, drei Nelken, eine Zwiebel, Salz, Olivenöl und Wasser. Die Zwiebeln werden jetzt gewürfelt. Dann wird in einer Pfanne das Olivenöl erhitzt. Dort schwitzen wir dann die Zwiebeln an, bis sie leicht braun werden. Dann fügen wir das Hackfleisch hinzu, braten es scharf an, bis auch dieses braun ist. Die dabei entstehende Flüssigkeit lassen wir verkochen. Es wird also quasi reduziert. In der Mitte des Hackfleisches bilden wir eine kleine Mulde, in die wir das Tomatenmark eingeben. Dort braten wir das Tomatenmark scharf an. Wir karamellisieren es. Dann vermischen wir das Tomatenmark mit dem Hackfleisch. Löschen das Ganze dann mit Wasser ab, damit es eine Soßenkonsistenz erhält. Und beginnen dann mit dem Würzen. Wir geben also alle Gewürze je nach Geschmack hinzu. Mit dem Paprika sollte man nicht zu sparsam sein, weil das ist Hauptbestandteil. Und lassen das Ganze 5 Minuten köcheln. Danach nehmen wir die Lorbeerblätter und die Nelken raus. Und zum Schluss noch einen Esslöffel Honig oder Zucker hinzufügen. Und fertig ist die leckere Bolognese-Soße à la Werner. Ich wünsche einen guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen.